Aber ja, das ist eine Überlegung für, keine Ahnung, in ein paar Folgen erst. Ich meine, wir haben jetzt den Wagen theoretisch irgendwo. Wo versteckst du dich? Da versteckst du dich. Wir brauchen Stahl und die tollen Chips. Für die tollen Chips brauchen wir bestimmt wieder mehr blaue Chips. Da gib mir einfach mal alle. Realistisch gesehen wäre es ja alle für Privatkram verballert und nicht für irgendwelche Maschinen, die es noch gar nicht gibt. Also das hätte ich gerne. Dann hätte ich gerne den ganzen Stahl hier. So. Und dann hätte ich gerne ein so ein Auto. Und da ich gerade zwischen der letzten Folge und dieser Folge abgespeichert habe, kann ich jetzt einfach mal riskieren, darüber zu fahren. Also jetzt, falls näher dran ist, direkt in die Basis da. Und es ist nachts. Ja, es macht keinen großen Unterschied. Dank der Granaten haben wir ja Nachtsicht. Das ist auch ein wenig komisch, aber ist halt so. Ändern das mal um. Eins. Genau. Unsere Granaten-Nachtsicht. Du stell bitte ein Auto her. Wo ist es? Da. 2500 Lebenspunkte. Okay. Rein. Oh, ja, stimmt, da war was. Mit dem Ding fährt man richtig gerne gegen Wände. Also ich zumindest. Oh, die Scheinwerfer wurden gefixt. Das ist sehr schön. So, also ich fahre jetzt einfach da rein und werde sterben. Oder auch nicht. Okay, Granaten sind. Oder. Ah, weg. Weg, weg, weg. Da war was Großes, Rotes. Quatsch. Mitkommen. Mitkommen. Blub, 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 blub. Ja, da. Das war eklig. Genau, gleich reparieren. Also sehr positiv überrascht von dem Panzerwagen. Das hätte ich so echt nicht gedacht, dass der so viel aushält. Advanced Grenade, so. Zumal ich in einem privaten Spiel mit der neuesten Version von Ditech, die ich hier noch nicht aufpacken möchte, da habe ich die Panzer ausprobiert. Also seit Factorio 0.11 gibt es ja auch Panzer im Vanilla-Spiel. Und dann bin ich mal mit diesem Spielstand hier, habe ich einfach importiert in das neue Factorio 0.11 mit dem neuen Ditech zu 0.11 und habe da Panzer gebaut und bin genau zu der Basis gefahren. Und der Panzer wurde sowas von schnell zerlegt. Das war krass. Und dass jetzt der gepanzerte Wagen sich so viel besser schlägt und viel schneller ist, das ist schon mal interessant. Müssen wir mal schauen. Also ja, gepanzerter Wagen, auf jeden Fall eine Alternative. Ich parke den mal hier unten, damit er auch repariert wird. Da. Stell dich mal da hin, dann müsste gleich was angeflogen kommen. Granaten. Wir brauchen viel, viel mehr Granaten. Ich hatte eben gerade irgendwie 30 oder so dabei. Und ich denke, die Spawner werden sich fast instant regenerieren. Also gefühlt zumindest. Zwischen den Angriffen werden die sich wahrscheinlich voll hoch regenerieren können. Ich werde jetzt nicht Granaten schneller herstellen können, als das Ding sich regeneriert. Das wäre ein bisschen komisch. Aber gucken wir einfach gleich mal. Ich muss hier irgendwie durch. Dann können wir von hier aus ja gucken, wie es dem Feind geht, ne? Da. Ja, im Sekundentakt gehen die Punkte hoch. Aber ich habe eben ein Fünftel schon mal kaputt gemacht. Das heißt, Milchmädchenrechnung, ich brauche 150 Granaten. Oder mehr. Also gut, das Ding hat sich auch regeneriert, während ich rumgefahren bin, zurückgefahren bin, geredet habe und so weiter. Aber ich denke, mindestens 120 oder so Granaten müsste ich haben. Das heißt, ich brauche mehr Kohle. Wir hatten irgendwo eine Kohlekiste, das weiß ich noch. Eine große, richtig große Kohlekiste. Da. Du, komm mal her. Gib mich mal Kohle. So, dafür fehlt wieder Kohle. Es geht ganz schön gut weg bei den Granaten.
Also ja, das wird jetzt eine Weile dauern. Ich könnte auch drüber nachdenken, eine Granatenfabrik herzustellen. Ja, die Frage ist halt nur, wie lange ist das noch machbar? Also ja, ich kann jetzt mit 100 Granaten einen Spawner vernichten. Aber ich denke mal, je weiter wir technologisch voranschreiten, desto bessere Methoden gibt es auch. Zum Beispiel diese Kapsel mit den kleinen Robotern drin. Davon wird es bestimmt durch Ditech auch inzwischen eine bessere Variante geben. Und ich denke, damit knackt man dann später eher Basen. Aber das ist schon mal sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das war auch wirklich eine große, oder ist eine große Basis. Gefühlt für mich zumindest. Es sind nur 3 Spawner, aber es ist trotzdem für mich gefühlt eine große Basis. Das heißt, gucken wir nochmal auf die Karte, was den Smog angeht. Hat sich nichts verändert. Nicht wirklich viel. Obwohl doch, der da war vorher auch mit drin, ne? Kann das sein? Oder wechsle ich die beiden gerade? Ich glaube, ich wechsle die beiden. Naja. Dann mach bitte mal den Wald hier weg. Ich hoffe, ich nehme nur den Wald mit und nicht die... Ich wollte gerade Försterei-Zeug betreiben. Smart Very Fast Inserter. Das klingt sehr gut. Mach das mal. Und so machen wir hier weg, weil hier sind gar keine Stromforsten. Ein Roboter. Ja, sehr schön. Ah, da kommt der Rest. Okay. Ja, also die müssen dann weg, damit sie wieder zu neuen Samen gemacht werden können, damit wir noch einen größeren Wald bauen können. Aber wie zu erwarten war, es hat nicht wirklich viel gebracht. Aber wenigstens ein bisschen. Also, was mache ich jetzt? Ich stelle jetzt 100 Granaten her. Poison. Kann man Spawner vergiften? Und wenn ja, wie lange hält es? Auch eine interessante Frage. Oh, da kommt wieder ein Angriff, ist okay. Also ich lasse jetzt einfach das Inventar weiter rumcraften. Ich gehe erstmal jetzt nach unten, weil ich hatte irgendwo eine sehr massive Lücke gehabt, was Türme angeht. Nicht da. Da sind es eigentlich auch relativ viele. Hier geht's so. Dafür, dass von hier auch mal ein größerer Angriff kommen könnte. Aber das war's nicht. Ach, da vielleicht im Osten. Gucken wir mal. Darum, darum, darum. Also, Lasertürme loswerden, noch mehr Granaten herstellen und in der Nacht- und Nebelaktion Spawner töten. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die Reichweite, also der Explosionsradius der Granaten scheint auch recht hoch zu sein. Also ich glaube, ich habe alle 3 Spawner auf einmal getroffen. Das wäre echt super. Dann könnte ich mit den 100 Granaten nämlich wirklich alle 3 Spawner da ausschalten, was die gesamte Basis lahmlegt. Dann spawnt ja nichts mehr nach. Dann müssen wir noch diese Hunde-Dings da zerstören, aber der hat weniger Lebenspunkte. Das klingt echt machbar. Und ja, die Lücke hier meinte ich. Bau mal bitte... Wo sind die Türme? So, so ist das schon eher was, ne? Ja. 147 Objekte müssen noch abgebaut werden. Achso, sind die Bäume. Ja, das ist okay. Hier können ruhig auch noch. Ja, weißt du was? Mach einfach eine durchgehende Mauer aus Lasertürmen. Warum nicht? Im Notfall können wir immer noch alle von Robotern abbauen lassen und dann an einer neuen Stelle wieder aufbauen. Können später ganze Wände aus Lasertürmen durch Blaupausen fast instant aufbauen lassen und abreißen. Das ist vollkommen abgefahrene Kriegsführung. Stelle ich mir sehr interessant vor. Also wenn man bedenkt, wie lange heutzutage eine Armee braucht, irgendwo Luftabwehrstellungen in Betrieb zu nehmen und dergleichen. Also selbst mobile Luftabwehrstellungen. Komm nicht an die Mauer ran. Ja, okay. Also, wir haben die Lasertürme verbaut, wir haben die Granaten in Auftrag gegeben, wir haben die Bäume angefangen abzuholzen. Ich guck mal, wie viele sich da gesammelt haben, dass wir die schon mal verwursteln können.
da? Ja, doch ein bisschen was. Hau die schon mal rein. Eisen staut sich, sehr gut. Ah, rote Tränke wieder, ne? Ja, das ist nicht so schön. Die kommen mal da rein. Und ich guck mal nach den roten Tränken. Ob wir da jetzt irgendwas optimieren können, während die ganzen Arbeiten hier am Laufen sind. Genau, ich wollte die einfach ersetzen durch die schnelleren Maschinen. Da war was. So. So. Obwohl, warte mal. Pollution. Nee, 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 da raus. Es muss nicht sein, dass die jetzt auch noch mehr Smog generieren. Müsste jetzt schon mal ein bisschen schneller sein. Crafting Speed 1,25, Crafting Speed 0,75. Ist also ein bisschen weniger als 50% schneller, richtig? Nee, gar nicht. Hälfte von 75 wäre 37 obendrauf. Okay, sagen wir mal 60% schneller. Ist die gelbe zudem da. Kopfrechnen ist mit zu wenig Kaffee-Intus ein wenig problematisch. Aber es ist ordentlich. Es sind noch keine Speedmodule drin. Die will ich jetzt aber nicht herstellen, weil dann müsste ich die Granaten pausieren. Und nee, Granaten sind gerade wichtig. Sollte aber hinhauen. Die Dinger haben keine Speedmodule bekommen bisher, ne? Sehr gut. Ja, sollen sie auch nicht. Brauchen wir auch nicht. 10 Stück sollten mehr als ausreichend sein. Ja gut, sortiere ich ein bisschen das Inventar aus, während die Granaten hergestellt werden. Davon brauchen wir noch mehr. Wie viel haben wir inzwischen? 28. Ah, das reicht nicht. Ah, das reicht bei weitem nicht. Da wollte ich hin. Du hattest... Warum bist du nicht eingeschmolzen? Achso, du brauchst noch mehr als 20. Ja, okay. Du da. Die Leichen. Ja, ich sammle die gerade einfach nur. Auch wenn das ein wenig makaber ist. Wirklich verwenden tun wir die ja noch nicht, ne? Immer so eine ganz normale Fabrik. Hau die da hin. Zwei Mauern werden beschädigt. Immer noch. Jetzt nicht mehr, okay. Was passiert, wenn ich... Achso, kann ich ja nicht einfach reinlegen. Ich wollte gerade einfach eine Leiche da reinschmeißen und gucken, was passiert. Aber muss ja vorher das Rezept auswählen. Das heißt, wir müssten jetzt Chitin auswählen. Wo auch immer das ist. Mutated Superdog Lair braucht 3 Leichen, die rosa Funkel haben. Haben wir Leichen mit rosa Funkel? Komm mal mit. Das... Ich brauche ein Alien-Artefakt. Was? Total Raw sind 0,3 kleine Eier. Kann man die Eier irgendwie... Hä? Es ist gerade irritierend, dass sowohl das Symbol für die für den Superdog Lair als auch die Rohkosten beide dasselbe Symbol haben. Also ich sehe das so. Um den Superdog Lair zu bauen, braucht man 15 Zeiteinheiten. Und ein Alien-Artefakt. Anscheinend kann man ein Alien-Artefakt aber auch herstellen aus 0,3 anderen Eiern. Also wenn man eins von den anderen Eiern finden würde, könnte man daraus 3 Alien-Artefakte machen. Das heißt, es müsste doch eigentlich ein Rezept dann geben für Alien-Artefakte. Gibt es ein Queen-Biter-Egg? Ich glaube, ich will keinen Queen-Biter haben. Aber das sind sehr gute Nachrichten.
Sogar sehr, sehr gute Nachrichten. Das heißt, irgendwann mutieren die Biter so hoch und so gefährlich, dass es diese Königinnen gibt. Und wenn ich die regelmäßig töte, droppen die hoffentlich die Eier. Und ich kann dann aus den Eiern die Alien-Artefakte herstellen. Also ich kann in einer defensiven Rolle, in der wir gerade uns befinden, trotzdem Alien-Artefakte bekommen. Das ist sehr schön.